Hallo zusammen, ich hoffe, es geht Ihnen allen gut. Wir sind zurück und setzen heute unsere Serie über die größten Persönlichkeiten der Hightech-Welt fort. Und heute finden wir unseren verstorbenen Steve Jobs. Aber wie immer, bevor es losgeht, vergessen Sie nicht, alles zu abonnieren und auf die Benachrichtigungsglocke zu klicken, damit Sie die nächsten News nicht verpassen. Los geht's, lassen Sie uns gleich das Leben von Steve Jobs entdecken. Wenn Sie noch nie die Biografie von Steve Jobs gelesen oder den Film über diese berühmte Figur gesehen haben, werden Sie in diesem Video eine Menge lernen. Steve Jobs wurde am 24. Februar 1955 geboren. Seine leiblichen Eltern, ein syrischer Student und eine junge amerikanische katholische Frau, waren gezwungen, ihr Baby auszusetzen. Tatsächlich droht sein biologischer Großvater seiner Mutter, sie zu enterben, wenn sie sich entschließt, einen Mann zu heiraten, der nicht katholisch ist. Unser Baby Steve wird dann von einem amerikanischen Ehepaar adoptiert, Paul Reynolds Jobs und seine Frau Clara Hagopian. Die kleine Familie zog schnell nach Kalifornien und der junge Steve wuchs zusammen mit seiner Leidenschaft für Elektronik auf. Steve verfolgte dann eine normale Ausbildung. Im Alter von 13 Jahren zögerte der Junge nicht, einen Anruf beim Präsidenten der Firma Hewlett-Packard zu tätigen. Der junge Steve, der sich auf Elektronik spezialisiert hat, bekommt nach langen Gesprächsminuten schließlich die Teile, die er für ein Projekt benötigt, und bekommt sogar einen Sommerjob bei HP. In der Highschool lernte er seinen Freund und Kumpel Steve Wozniak kennen. Im Jahr 1972 ging der junge Mann nach Portland, um sein Studium am Reed College fortzusetzen. Wie viele Computergenies begann auch Steve Jobs, sich auf den Bänken der Universität zu langweilen. Er entschied sich, sein Studium abzubrechen und diejenigen zu besuchen, die ihn als Auditor interessierten. Der junge Mann experimentierte daraufhin im Hippie-Trend der Zeit mit vielen Dingen. 1974 beschloss er, in sein Elternhaus zurückzukehren und fand schnell einen Job als Videospieldesigner bei Atari. Noch von der Hippie-Kultur beeinflusst, ging er mit einer Handvoll Freunde auf eine Reise nach Indien. Zurück in den USA nahm er seine Arbeit bei Atari wieder auf, wo er zusammen mit seinem Kumpel Steve Wozniak die elektronische Schaltung für das Spiel Breakout entwickelte. 1975 entwarfen die beiden Freunde einen Computerprototyp und am 1. April 1976 war die Firma Apple geboren. Es folgte ein außergewöhnlicher Anstieg. Schnell bauten die beiden Freunde den ersten Apple One in Steves Garage. Im folgenden Jahr brachten sie den Apple II auf den Markt, der der erste Personal Computer wurde, der in großem Umfang verkauft wurde. 1980 geht das Unternehmen an die Börse und es ist die Zeit, in der Steve Jobs ein schönes Vermögen verdient. Steve Jobs hat eine Tochter mit Chrisanne Brennan, seiner damaligen Freundin. Nachdem er jahrelang die Vaterschaft zu diesem Kind geleugnet hat, erkennt er sie schließlich rechtlich an. Mit 25 Jahren wurde er Multimillionär. 1983 bekommt die Apple Lisa auf den Markt, im Jahr darauf ist der Macintosh an der Reihe und markiert das Erscheinen der Maus. Steve gibt schließlich zu, dass der Name des Computers eine Hommage an seine einige Jahre zuvor geborene Tochter ist. Um eine riesige Werbekampagne zu starten, heuert der junge Mann John Scully an, den damaligen General Manager von Pepsi-Cola. Im Jahr 1984 begann ein heftiger Machtkampf zwischen Steve Jobs und John Scully. Nachdem er die Schlacht verloren hat, wird Steve von allen Entscheidungspositionen entfernt und beschließt im folgenden Jahr, seine eigene Firma zu verlassen. Steve Jobs lässt sich nicht unterkriegen und gründet Next Computer. Leider waren die Produkte nicht erfolgreich, aber sie ermöglichten dem jungen Mann die Einführung revolutionärer Technologien. 1985 traf Steve Jobs zum ersten Mal seine leibliche Schwester. Nach dem Wiedersehen mit seiner Mutter, Joanne Carol Schiebel, einer Amerikanerin schweizerischer Herkunft, erfuhr Steve, dass er eine Schwester hatte, Mona Simpson. Bei einem guten Verhältnis kommen sich die beiden Geschwister nahe. Während es mit den Frauen in seiner biologischen Familie gut läuft, ist es mit seinem Vater nicht so. Steve recherchiert auch seinen biologischen Vater, Abdul Faya Yandali, einen syrischen Muslim, und beschließt, ihn nicht zu treffen. Doch ironischerweise war sein leiblicher Vater Restaurantleiter geworden und hatte seinen Sohn ein paar Jahre zuvor in seinem Etablissement aufgenommen. Im Jahr 1986 kaufte Steve Jobs auch ein bekanntes Animationsstudio, Pixar.
Gleichzeitig erhielt er einen Vertrag mit Disney, die sich um die Finanzierung und den Vertrieb kümmerten. Seinen ersten Erfolg verbuchte das Studio 1995 mit dem Film Toy Story. Im Abspann sehen wir Steve Jobs mit dem Titel des ausführenden Produzenten akkreditiert. Ende 1996 meldet sich Apple zurück und kauft Next. Steve Jobs wurde im darauffolgenden September wieder CEO. Unter seiner Führung kommt Apple aus dem Abgrund, in dem das Unternehmen zu versinken drohte. Kurz vor dem Bankrott kehrte Jobs mit der Einführung des iMac im Jahr 1998 und des iPod im Jahr 2001 zum Erfolg zurück. Noch im selben Jahr revolutionierte Apple mit der Einführung von iTunes die Musikindustrie. Schließlich wurde 2003 der iTunes Store veröffentlicht und die Eröffnung der Apple Stores besiegelte die Popularität der Apple-Produkte für immer. Die Welt verändert sich schnell und Steve Jobs hat nicht sein letztes Wort gesprochen. Wenn es dem Mann gelingt, sich in der Welt der Computer durchzusetzen, wie er beschließen, sein Territorium in der Welt der Telefonie zu markieren. Im Jahr 2007 wurde das berühmte iPhone mit großem Tamtam veröffentlicht. Ein Telefon, das durch die Integration von Internet, Musik und Video alles revolutioniert. Die Apple-Aktien stiegen. Im selben Jahr begrub Steve Jobs das Kriegsbeil mit Bill Gates. In der Tat hat der Mann mit dem Apfel schon immer eine gewisse Abneigung gegen den Chef von Microsoft gehabt. Dieser Krieg ist einfach aus dem harten Wettbewerb zwischen den beiden Computergiganten entstanden. Damit das ein Ende hat, mussten die beiden großen Männer am Set der All Things Digital-Konferenz erscheinen und sich gegenseitig Komplimente machen. Das iPad wurde 2010 auf den Markt gebracht und etablierte die Marke Apple als Maßstab im Bereich der Technologie. Der Erfolg von Apple, insbesondere in den letzten 30 Jahren, macht das Unternehmen zu einem der reichsten Unternehmen der Welt. Nachdem er Apple auf den höchsten Punkt gebracht hat, verlässt der Mitgründer unsere Welt. Seit 2003 an Bauchspeicheldrüsenkrebs erkrankt, verstarb er am 5. Oktober 2011 im Alter von 56 Jahren in seinem Haus in Palo Alto. Als Computergenie und Visionär gelang es Steve Jobs, seinen Traum zu verwirklichen und ein Unternehmen zu gründen, das den Personal Computer bahnbrechend machte. Aus der ganzen Welt werden Tribute kommen, um einen Mann zu ehren, dessen Talent und Ideen seine Zeit geprägt haben. Das verwaiste Unternehmen Apple wird nun von Tim Cook geleitet, wie es Steve Jobs beabsichtigt hatte. Drei originelle Fakten über Steve Jobs aus seiner Biografie. Nummer 1. Steve Jobs beschließt, das gesamte Design des iPhones ein paar Monate vor der Markteinführung zu ändern. Zu diesem Zeitpunkt arbeitete ein kleines Team bereits seit vielen Monaten im Geheimen an dem iPad-Projekt. Apple beschließt daraufhin, sich mit Motorola zusammenzutun, um ein Telefon namens Roka zu entwickeln, das die Funktion des iPods enthält. Es stellt sich heraus, dass es ein echter Fehlschlag ist. Steve wird sagen, das Gerät, das uns in Schwierigkeit bringen könnte, ist das Mobiltelefon. Der Markt für Digitalkameras wurde durch Kameratelefone dezimiert. Und das Gleiche könnte mit dem iPod passieren, wenn Telefonhersteller anfangen, Musikplayer in ihre Geräte zu integrieren. Ein wahrer Visionär dieser Steve Jobs. Infolgedessen beschloss Steve einige Monate vor der Markteinführung des iPhones, das Design des Geräts zu ändern. Eine Entscheidung, die das gesamte Team dazu zwingen wird, den gesamten internen Teil des Smartphones zu überarbeiten. Nummer 2. Er schwört die Zerstörung von Android aus der Biografie. Ich sagte, wenn wir eine gute Beziehung haben, garantieren wir Google den Zugriff auf das iPhone sowie ein oder zwei Icons im Hauptmenü. Steve drohte auch Google, indem er sagte, dass er nicht zögern würde, Google vor Gericht zu bringen, wenn das Unternehmen weiterhin Android entwickeln und irgendwelche Funktionen des iPhones, wie zum Beispiel Multitouch, verwenden würde. Steve Jobs ging sogar so weit zu sagen, dass Googles Produkte, ich zitiere, Mist seien. Der Ton ist klar. Nummer 3. Für Steve Jobs hat Microsoft keinen Geschmack. Was Google betrifft, so war Steve Jobs noch nie weich und hat nie ein Blatt vor den Mund genommen gegenüber seinem großen Rivalen Microsoft. Für Steve ist es ganz klar, Microsoft hat keinen Geschmack und keine Ideen, die aus dem Rahmen fallen. Und das war's, Leute. Sie wissen alles über das Leben des Genies Steve Jobs. Wenn Sie mehr über sein Leben erfahren möchten, empfehle ich Ihnen die Lektüre der Biografie Steve Jobs, die besonders reich an Informationen ist. Bevor Sie gehen, vergessen Sie nicht, den Kanal zu abonnieren und auf die Benachrichtigungsglocke zu klicken. Was mich betrifft, so sehen wir uns hoffentlich bald wieder für neue Hightech-Entdeckungen. Machen Sie es gut und bis bald. Auf Wiedersehen.